Sonst sieht das so leer hier aus, wenn die dann schon alle gehen, die Fotografen. So. So, können Sie dann einmal bitte Platz nehmen? Danke. Gut. Dann darf ich Sie alle ganz herzlich hier begrüßen in unserer Felddienstarena. Unverhofft kommt manchmal oft, oder so unverhofft war es ja gar nicht, aber dann gleich nochmal natürlich einen Medientermin. Erstmal vielen Dank an Sie für Ihre Flexibilität. Wir konnten ja aufgrund der Dinge, die für einen Verein immer wichtig sind, nur relativ kurzfristig einladen. Trotzdem haben wir sehr, sehr viele Medienvertreter, worüber wir uns auch sehr, sehr freuen. Wir würden ganz gerne Ihnen heute unseren Neuzugang Ibrahim Afellay vorstellen. Dazu ganz kurz hier nochmal auf dem Podium unser Cheftrainer Hüb Stevens, natürlich auch als Gesprächspartner, ebenso wie unser Vorstand Sport und Kommunikation Horst Held. Und vom FC Schalke 04 wird als Dolmetscher fungieren Volker Spätgens. So, damit habe ich, glaube ich, alle Formalien erklärt und darf nun um Ihre Fragen an Ibrahim Afellay wahrscheinlich zuallererst, aber auch an Horst Held und an Hüb Stevens bitten, wie immer kurz Handzeichen geben und dann kommt das Mikrofon. Heiko Buschmann. Tradition. Ibrahim, was haben denn Hüb Stevens und Klaas-Jan Hünteler von Schalke bereits erzählt? Ja, ik denk dat daar niet veel voor nodig was, omdat het algemeen bekend is dat dit een hele grote club is. Maar ze hebben mij beide verteld dat het een fantastische club is met hele positieve mensen. En die er alles aan doen om je zo goed mogelijk thuis te voelen. En, ja, ze hebben dat gevoel wat ik over de club van buitenaf had. Omdat zij het natuurlijk van binnenuit nog beter kunnen, hebben ze alleen maar bevestigd. Es war eigentlich nötig, dass die beiden ihm viel erzählen mussten. Es war ihm bekannt, dass Schalke ein großer Club mit fantastischer und positiver Ausstrahlung ist. Er wird alles tun, sich hier schnell einzufügen und sich wohlzufühlen. Und ja, das waren halt die Eindrücke, die er als Außenstehender schon von Schalke hatte. Und jetzt ist er gespannt auf weitere Einblicke von innen. Heiko Buschmann. Ja, mache ich gleich mal weiter. Wie ist denn Ihr Fitnesszustand? Heute wird das erste Training sein, heute Nachmittag. Sind Sie schon bereit, morgen ja, möglicherweise zum ersten Mal zu spielen für Schalke? Ich fühle mich sehr gut. Ich bin fit. Es ist die Bedeutung, dass ich straks mit der Gruppe mit trainieren. En dan is het aan de trainer om te bepalen of hij me bij de groep neemt. Also, er fühlt zich sehr gut en fit, trainiert gleich, wie schon bekannt, zum ersten Mal mit der Mannschaft. En dan is het halt der Eindruck des Trainers, zu entscheiden, ob er dann schon im Kader sein wird oder nicht. Dirk Groß-Schlamann. Dann fragen wir doch gleich den Trainer auch. Hüb Stevens, wie. Möglich ist es, dass Ibrahim morgen schon aufläuft, wenn er gleich einen guten Eindruck im Training hinterlässt? Na gut, wir gucken uns natürlich doch an, nicht nur seine Fitness, aber auch wie schnell, dass er sich integriert in die Mannschaft, in das Training. Und ja, wir müssen auch noch immer gucken auf unsere Spieler, wie fit das die sind. Ja, ich bin noch immer in Abwartung, wie es ist mit Jeff beispielsweise, ja, das muss man auch sich anschauen. So ist es mit Marco Höger, der hat dann gestern erstmal ganz voll mittrainiert, aber eine muskuläre Verletzung, da muss er auch aufpassen. Wir gucken natürlich nach ihm, aber wir gucken auch nach das Kader, wie fit und frisch das jeden ist. Peter Wenzel. Frage an Ibrahim, wie ist der Transfer denn gelaufen? Also
Ist der Kontakt von Huub Stevens oder von Horst Held in Ihre Richtung gegangen? Oder war es eine Überlegung von Barcelona, die gesagt haben, sucht den Champions League Club aus, um weiter zu spielen, weil das möglicherweise bei Barca halt eher ein Platz auf der Bank gewesen wäre? Vielleicht so ein bisschen erzählen, wann es den ersten Kontakt gab und wie es gelaufen ist. Er is natuurlijk eerst contact gelegd met mijn zaakwaarnemer. Die hebben hun interesse kenbaar gemaakt. En daarna heeft de trainer mij persoonlijk gebeld. En dat is voor mij een heel belangrijk item. Omdat een trainer die bepaalt alles bij een club. In zoverre het elftal. En als die dan het vertrouwen je uitspreekt en die je graag wil hebben. Dan komt dat bij een persoon heel goed over. En, geeft dat een goed gevoel? Zuerst hat der Berater das Interesse bekundet und dann hat der Trainer ihn persönlich angerufen, was für ihn direkt sehr, sehr wichtig war, dass der Trainer sich persönlich meldete und es bekundete, wie wichtig und vertrauensvoll es ist. Und das war letztendlich auch für ihn sehr, sehr ausschlaggebend, dass der Coach als Entscheider letztendlich auch dahinter steht. Heiko Buschmann. Ibrahim, Sie kennen Huub Stevens ja, oder Sie kennen sich gemeinsam aus der Zeit bei PSV Eindhoven. Huub Stevens hat uns gestern erzählt, dass Sie dort eher zentral im offensiven Mittelfeld gespielt haben. Bei Barca und in der niederländischen Nationalmannschaft kennen wir Sie eher auf der linken Position, linksoffensiv. Wo sehen Sie sich am ehesten hier auf Schalke? Ik ben de moeilijkste jongen niet, dus waar de trainer mij nodig heeft, daar zal ik zo goed mogelijk proberen te functioneren. Maar de trainer heeft wel al een beetje een beeld gegeven waar hij mij het liefste ziet. Maar hij weet ook dat ik veelzijdig ben en op veel posities uit de voeten kan. En, wat ik zeg, uiteindelijk stelt hij het beste elftal over waarvan hij denkt dat het beste resultaat kan halen. En, als dat voor mij een rol op een andere positie is, dan is dat geen enkel probleem. Want uiteindelijk is het belangrijkste het team. En dat gaat boven de individuele belang. Zuerst is er kein schwieriger Junge in der Hinsicht, wo er auf dem Spielfeld sich zu Hause fühlt. Wo er gebraucht wird, spielt er gerne. Er ist vielseitig und ja, der Trainer stellt am Ende des Tages die beste Mannschaft auf aus der Sicht und wenn es dann nicht seine Wunschposition oder eine seiner Wunschpositionen ist, dann ist es ihm auch egal. Heiko? Haben Sie schon irgendwelche Ziele mit Schalke vorgenommen? Der Club wartet ja seit sehr langer Zeit auf die deutsche Meisterschaft. Vielleicht persönliche Bewusstsein mit Schalke an. Und sagt immer, dass Schalke wacht aus, wenn es mehr tatsächlich auch im Kampf ums Geld ausfahren. Natürlich, als Sportler heb je altijd de intentie en het doel om het hoogste te bereiken. En in dat opzicht is natuurlijk een kampioenschap is natuurlijk een droom. Het is voor elke speler natuurlijk iets moois. Ja, goed, maar het seizoen is pas één wedstrijd onderweg. En het is veel te vroeg om daar nu al dingen over te zeggen. Maar dromen mag altijd, toch? Een sportler heeft natuurlijk aus seinem Ehrgeiz höchste Ziele. En ja, Meisterschaft is natuurlijk voor jeden das höchste en damit een Traum. Maar die Saison is natuurlijk nog in een frühen Stadium, hat gerade erst begonnen. En deshalb kan en wil man daar ook nog gar nichts zu sagen. Heiko Niederer. Der Vertrag ist jetzt erstmal nur für ein Jahr. Ist das auch fix für dich, dass du auf jeden Fall danach zurückgehst zu Barcelona oder könntest du dir auch vorstellen, länger zu bleiben? Und zweitens, wie planst du das jetzt privat? Ziehst du hierher oder bleibst du im Hotel wohnen oder wohnst du sogar wie Klaas-Jan Huntelaar da in Holland oder wie ist das geplant? Das sind ja
Haben Sie noch ein Zimmer frei, Herr Niederer? Nou, je begint nu al over een privéleven en dat is iets bij mij wat heel moeilijk is. Nee, zonder gein. Ik bedoel, ik heb hier voor één jaar getekend en ja, we zullen pas aan het einde van het seizoen kijken hoe dat van beide kanten bevalt. En, maar ja, laten we maar eerst maar eens kijken hoe we de eerste dagen doorkomen. Also van de week. Er kann es um sein Privatleben geben und da möchte er eigentlich in der Öffentlichkeit wenig oder gar nichts zu sagen. Und zu der, eigentlich dem ersten Teil der Frage, zur Vertragsdauer, er hat vor ein Jahr unterzeichnet, ist gerade erst hier und das wird man sich dann im Laufe der Zeit anschauen, wie es sich entwickelt, beiderseitig. Peter Wenzel. Mal kurz nachhaken, wie das jetzt konkret gelaufen ist. Ibrahim sagte, der Berater hat ihm Interesse von Schalke signalisiert. Ist quasi Huub Stevens mit der Idee oder Horst Held auf den Berater von Ibrahim zugegangen oder war das quasi eine Idee des Beraters, mit Schalke Kontakte aufzunehmen? Also das wäre schön, wenn das präzisiert werden kann. Könnten vielleicht auch Horst Held oder Huub. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn ich darauf antworte. Also erstmal fange ich dann nochmal ganz von vorne an und wir freuen uns natürlich alle, dass das geklappt hat, dass Ibrahim bei uns ist. In allererster Linie möchte ich mich bei drei Leuten bedanken, den Verantwortlichen von Barcelona, dass sie uns da sehr, sehr gut entgegengekommen sind. Natürlich in der intensiven, guten Zusammenarbeit mit Rob Jansen, der Agentur von Ibrahim. Auch die haben hart und intensiv gearbeitet, dass das ermöglicht wurde und zu guter Letzt natürlich Ibrahim selber, der sicherlich halt auch da auf einiges verzichten musste, damit das überhaupt zustande kommt. Und das zeigt letztendlich auch, wie wichtig es ihm ist, dass er ja, wieder Fußball spielt und dass er hier sicherlich auch einen Verein hat, wo es ihm eine Menge Spaß machen kann. Er hat natürlich mit Jefferson Fafan, glaube ich. Jeff hat mir gestern erzählt, dass sie eine Stunde miteinander telefoniert haben. Und auch mit Klaas-Jan, zwei Leute und natürlich dem Trainer, der Dritte, eingebunden, die natürlich sich auch intensiv und gut kennen. Und deswegen denke ich auch, dass es sicherlich schnell gehen wird, dass er sich hier gut einfinden wird. Der Kontakt mit Ibrahim war natürlich schon immer so, dass man das mitbekommen hat, dass es Interesse vom Spieler gibt, sich eventuell kurzfristig zu verändern. Wir waren da auch nicht ohne Konkurrenz. Es war ja auch immer zu lesen, dass Tottenham großes Interesse hat, den Spieler zu verpflichten. Und wir waren natürlich dann halt auch sehr, sehr glücklich, als es dann die ersten Gespräche mit der Agentur, aber auch mit dem Trainer und Ibrahim gegeben hat. Und ich glaube, dass das auch das Ausschlaggebendste dann auch gewesen ist, dass Ibrahim sich dann halt auch entschieden hat und Barcelona auch mitgeteilt hat, dass er nur wechselt, wenn er zu Schalke wechseln kann. Und dass man das natürlich in einer Transferperiode dann immer mal stärker intensiviert und dann halt auch mal ein bisschen wieder vernachlässigen muss, weil sich dann halt auch die eigene Entwicklung sich dann nicht so gestalten, wie man sich das vorstellt, das ist normal. Wir haben aber immer den Kontakt gehalten zur Agentur und der Trainer halt auch immer zum Spieler. Und als wir dann die Möglichkeit gehabt haben, beides miteinander zu verknüpfen, nämlich einen Spieler abzugeben mit Rujado. Da ist auch im Übrigen die Transfervereinbarung mit Spartak Moskau durch. Also auch da ist eigentlich alles klar. Haben wir dann natürlich das nochmal intensiviert, als wir es schon vorher die ganze Zeit gemacht haben und haben gestern gesagt, seht zu, dass er so schnell wie möglich hier nach Gelsenkirchen kommt. Und der Spieler ist dann halt auch gestern schnell da gewesen, war beim Medizincheck und dann haben wir gestern Abend noch alles gemacht. Also einen großen Dank an die Agentur und vor allen Dingen auch an Ibrahim, der da vieles auf sich nehmen musste. Und nur so kann natürlich mit so einem Weltklasse-Spieler das halt auch funktionieren, wenn alle eine Bereitschaft erklären, dass das ja, im Sinne des Fußballs und im Sinne von Schalke 04 dann halt auch funktioniert. Oh, Entschuldigung, ganz hinten auf dem Podium.
Kamera. Okay. Ganz hinten, da rechts, genau, ja. Hallo, Nadine Ramirez für Sat1 NRW. Ich hätte noch eine Frage an Ibrahim. Was wird für Sie die größte Herausforderung auf Schalke? Was wird die größte Herausforderung auf Schalke? Bitte? Was wird die größte? Ja, ich hab's genau. Ja, de grootste uitdaging is natuurlijk om, om zo lang mogelijk mee te doen om de prijzen voor de competitie. En natuurlijk om ook een ronde verder te komen in de Champions League. En daarbij komt ook nog dat we een mogelijkheid hebben om de beker te kunnen winnen. Ik bedoel, als je voor alle prijzen in de race bent, dan moet je daar ten alle tijde voor gaan. Daar ben je ook sportman voor en... Dan moet je gewoon vanaf de eerste dag ambitieus in zijn, maar wel realistisch, dus van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ja, alle drei Wettbewerbe vertreten, also möchte man als Sportler auch in allen Wettbewerben das Möglichste erreichen, sprich so lange wie möglich in der Meisterschaft das Äußerste erreichen, die Gruppenphase als ersten Schritt in der Champions League überstehen und auch im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen. Wenn man Sportler ist und ehrgeizig ist, möchte man natürlich, solange man in Wettbewerben drin ist, auch alles dafür tun, möglichst weit zu kommen. Peter Müller, hier ganz vorne, einmal. Rainer. Ibrahim, Sie haben in Barcelona mit vielen Weltstars zusammengespielt. Jetzt kommen Sie nach Schalke und stehen hier wenigstens ein paar Tage sehr im Mittelpunkt. Sind Sie jemand, dem das gar nichts ausmacht? Oder haben Sie sogar etwas wie Lampenfieber? Nee, ik ben vrij rustig en ik bedoel, voetbal is overal op de wereld hetzelfde. Uiteindelijk gaat het erom dat je die bal in het netje legt. En, goed, ik zal moeten wennen aan mijn nieuwe teamgenoten. Teamgenoten zullen moeten wennen aan mij. Maar ja, dat is iets wat op een natuurlijke manier gaat. En dat zal ongetwijfeld helemaal goed gaan komen. Oh nein, es ist eigentlich sehr ruhig. Fußball ist eigentlich überall in der Welt das gleiche Spiel. Das Ziel ist, den Ball ins Netz zu bringen. Und jetzt steht im ersten Schritt mal an, dass er sich an die Teamkameraden und die Teamkameraden sich an ihn gewöhnen. Aber das ist eigentlich ein Automatismus, der in der Fußballmannschaft von alleine funktioniert. Peter Wenzel. Noch eine Banalität? Ist nur eine Rückennummer frei oder ist die schon verteilt worden? Die können wir gleich sehen. Ja, gleich sehen, wenn wir das Foto machen. Ich glaube, da machen wir Fotos von zwei Seiten, dann sehen wir die Nummer. Okay. Ja, dann jetzt die Fotos. Ja, Moment, ich muss noch. War das Stichwort, Peter, oder gibt es noch? War das Stichwort zum Ende? Ja, ja. Aber bevor, wenn keine Fragen mehr sind, muss ich noch eine Mitteilung loswerden, bevor wir zum Foto kommen, dass wir noch Edu ausgeliehen haben an Greuther Fürth bis einschließlich 31.12. Also er wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Das wollte ich noch kurz mitteilen, ist ja nicht ganz so unwichtig. Damit sind aber auch unsere Transferaktivitäten als erledigt. Würde ich jetzt mal schließen, weil meine Mitarbeiter haben keine Lust mehr. Ja. Daraus ergeben sich noch Fragen. Oliver Müller? Ja, ich habe noch eine Frage an den Trainer. Ist jetzt mit Ibrahim, wenn man dann überlegt, man hat Jefferson verfahren, man hat Hüntela zentral, aus Ihrer Sicht die Mannschaft in der Balance, ist sie jetzt so aufgestellt, um beispielsweise auch ein bisschen größere Stabilität in den Offensivaktionen zu gewährleisten, Ihrer Ansicht nach? Wir haben gestern auch schon gesagt, dass wir mit José Guardado Qualität vermissen, wenn der uns verlässt. Und wir denken, dass wir mit Ibrahim Qualität dazu bekommen haben, die ich hoffe
uns noch stärker machen. Eine kurze Zusatzfrage. An den Saisonzielen, die formuliert worden sind, ändert sich aber nichts? Oder sind Sie jetzt der Meinung, jetzt kann man vielleicht doch tatsächlich größere Saisonziele angreifen? Ich glaube, wir haben noch immer gerne Euro ausgegeben, oder? Ja. Und da sind andere, die haben, glaube ich, etwas mehr ausgegeben. Aber dabei bleibt es jetzt auch. Dass wir gerne Euro ausgeben. Stimmt. Nein, ich meine, Sie hatten doch Saisonziele formuliert, internationale Saisonziele, Wettbewerb. Kommen wir nach 34 Spiele, kommen wir zurück drauf. Gut, ich gebe es auf. Peter Wenzel? Gestern ist das ein bisschen untergegangen, Hüb. Was ist denn die Diagnose bei Jeff, nachdem er gestern das Training abgebrochen hatte? Also du sagtest selber in der ersten Reaktion, das sah jetzt nicht gut aus. Nein, das was haben die Ärzte bislang festgestellt? Und weil du sagtest, du hättest noch Hoffnung, was das Spiel morgen gegen Augsburg angeht. Ja, ich hab immer Hoffnungen. Ja? Aber was ist es denn? Er hat gestern einen Schlag auf sein Knie bekommen. Und ich weiß nicht, ob er da verdreht wurde ist oder was dann auch. Aber er hatte gestern unheimlich viel Schmerzen. Aber das kann auch in einem Tag, anderthalb Tag, kann das auch wieder schnell weg sein. An der anderen Seite, ja, Jeff ist natürlich nicht Jermaine. Ja, maar so ist es doch. Ja, der eine kann gut damit umgehen, der andere hat da vielleicht wat meer Probleme mit. Dus ich muss abwarten. Na, ich hoffe von nicht. Ich hoffe von nicht. Es war schön, dass der eine das an seine Knie hat und der andere an seine Finger. Also wie ist das zustande gekommen? Ja, das siehst du. Ja, na ja, gut. Nee, aber ich kann da noch nichts über sagen, Peter. Ja, ich hoffe, dass gleich vor dem Training, dass ich etwas weiß, ob der was laufen kann, mittrainieren kann, ich weiß es nicht. Aber gestern sah es nicht gut aus, muss ich sagen. Gibt es noch weitere Fragen an Ibrahim, unseren Trainer und unseren Manager? Ja, dann dürfen wir mal enthüllen, mit welcher Rückennummer Ibrahim Afellay künftig für uns spielen wird. Natürlich sich auch intensiv und gut kennen und deswegen denke ich auch, dass es sicherlich schnell gehen wird, dass er sich hier gut einfinden wird. Der Kontakt mit Ibrahim war natürlich schon immer so, dass man das mitbekommen hat, dass es Interesse vom Spieler gibt, sich eventuell kurzfristig zu verändern. Wir waren da auch nicht ohne Konkurrenz. Es war ja auch immer zu lesen, dass Tottenham großes Interesse hat, den Spieler zu verpflichten. Und wir waren natürlich dann halt auch sehr, sehr glücklich, als es dann die ersten Gespräche mit der Agentur, aber auch mit dem Trainer und Ibrahim gegeben hat. Und ich glaube, dass das auch das Ausschlaggebendste dann auch gewesen ist, dass Ibrahim sich dann halt auch entschieden hat und Barcelona auch mitgeteilt hat, dass er nur wechselt, wenn er zu Schalke wechseln kann. Und dass man das natürlich in einer Transferperiode dann immer mal stärker intensiviert und dann halt auch mal ein bisschen wieder vernachlässigen muss, weil sich dann halt auch die eigene Entwicklung sich dann nicht so gestalten, wie man sich das vorstellt. Das ist normal. Wir haben aber immer den Kontakt gehalten zur Agentur und der Trainer halt auch immer zum Spieler. Und als wir dann die Möglichkeit gehabt haben, beides miteinander zu verknüpfen, nämlich einen Spieler abzugeben mit Rujado, da ist auch im Übrigen die Transfervereinbarung mit Spartak Moskau durch. Also auch da ist eigentlich alles klar. Haben wir dann natürlich das nochmal intensiviert, als wir es schon vorher die ganze Zeit gemacht haben und haben gestern gesagt, seht zu, dass er so schnell wie möglich hier nach Gelsenkirchen kommt. Und der Spieler ist dann halt auch gestern schnell da gewesen, war beim Medizincheck und dann haben wir gestern Abend noch alles gemacht. Also einen großen Dank an die Agentur und vor allen Dingen auch an Ibrahim, der da vieles auf sich nehmen musste. Und nur so
kann natürlich mit so einem Weltklasse-Spieler das halt auch funktionieren, wenn alle eine Bereitschaft erklären, dass das ja im Sinne des Fußballs und im Sinne von Schalke 04 dann halt auch funktioniert. Oh, Entschuldigung, ganz hinten auf dem Podium. Ja. Mit Kamera. Ganz hinten, da rechts, genau, ja. Hallo, Nadine Ramirez für Sat1 NRW. Ich hätte noch eine Frage an Ibrahim. Was wird für Sie die größte Herausforderung auf Schalke? Was wird die größte Herausforderung auf Schalke? Bitte? Was wird die größte? Ja, ich hab's genau. Ja, de grootste uitdaging is natuurlijk om, om zo lang mogelijk mee te doen om te prijzen voor de competitie. En natuurlijk om ook een ronde verder te komen in de Champions League. En daarbij komt ook nog dat we een mogelijkheid hebben om de beker te kunnen winnen. Ik bedoel, als je voor alle prijzen in de race bent, dan moet je daar ten alle tijde voor gaan. Daar ben je ook sportman voor en... Dan moet je gewoon vanaf de eerste dag ambitieus in zijn, maar wel realistisch, dus van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Ja, alle drei Wettbewerbe vertreten, also möchte man als Sportler auch in allen Wettbewerben das Möglichste erreichen, sprich so lange wie möglich in der Meisterschaft das Äußerste erreichen, die Gruppenphase als ersten Schritt in der Champions League überstehen und auch im DFB-Pokal so weit wie möglich kommen. Wenn man Sportler ist und ehrgeizig ist, möchte man natürlich, solange man in Wettbewerben drin ist, auch alles dafür tun, möglichst weit zu kommen. Peter Müller, hier ganz vorne, einmal. Rainer. Ibrahim, Sie haben in Barcelona mit vielen Weltstars zusammengespielt. Jetzt kommen Sie nach Schalke und stehen hier wenigstens ein paar Tage sehr im Mittelpunkt. Sind Sie jemand, dem das gar nichts ausmacht? Oder haben Sie sogar etwas wie Lampenfieber? Nee, ik ben vrij rustig en ik bedoel, voetbal is overal op de wereld hetzelfde. Uiteindelijk gaat het erom dat je die bal in het netje legt. En, ik zal moeten wennen aan mijn nieuwe teamgenoten. Teamgenoten zullen moeten wennen aan mij. Maar ja, dat is iets wat op een natuurlijke manier gaat. En dat zal ongetwijfeld helemaal goed gaan komen. Oh nee, het is eigenlijk zeer ruhig. Fußball ist eigentlich überall in der Welt das gleiche Spiel. Das Ziel ist, den Ball ins Netz zu bringen. Und jetzt steht im ersten Schritt mal an, dass er sich an die Teamkameraden und die Teamkameraden sich an ihn gewöhnen. Aber das ist eigentlich ein Automatismus, der in einer Fußballmannschaft von alleine funktioniert. Peter Wenzel. Noch eine Banalität? Ist noch eine Rückennummer frei oder ist die schon verteilt worden? Die können wir, gleich, wir ja gleich sehen, wenn wir das Foto machen. Ja. Ich glaube, da machen wir Fotos von zwei Seiten, dann sehen wir die Nummer. Okay. Ja, dann jetzt die Fotos. Ja, Moment, ich muss noch. War das das Stichwort, Peter, oder gibt es noch? War das Stichwort zum Ende? Ja, ja. Aber bevor, wenn keine Fragen mehr sind, muss ich noch eine Mitteilung loswerden, bevor wir zum Foto kommen, dass wir noch Edu ausgeliehen haben an Greuther Fürth bis einschließlich 31.12. Also er wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Das wollte ich noch kurz mitteilen, ist ja nicht ganz so unwichtig. Damit sind aber auch unsere Transferaktivitäten als erledigt. Würde ich jetzt mal schließen, weil meine Mitarbeiter haben keine Lust mehr. Ja. Daraus ergeben sich noch Fragen. Oliver Müller?
Ja, ich habe noch eine Frage an den Trainer. Ist jetzt mit Ibrahim, wenn man dann überlegt, man hat Jefferson verfangen, man hat Hüntelaar zentral, aus Ihrer Sicht die Mannschaft in der Balance, ist sie jetzt so aufgestellt, um beispielsweise auch ein bisschen größere Stabilität in den Offensivaktionen zu gewährleisten, Ihrer Ansicht nach? Wir haben gestern auch schon gesagt, dass wir mit José Guardado Qualität vermissen, wenn der uns verlässt. Und wir denken, dass wir mit Ibrahim Qualität dazu bekommen haben, die, ich hoffe, uns noch stärker machen. Eine kurze Zusatzfrage an den Saisonzielen, die formuliert worden sind. Ändert sich aber nichts? Oder sind Sie jetzt der Meinung, jetzt kann man vielleicht doch tatsächlich größere Saisonziele angreifen? Ich glaube, wir haben noch immer gerne Euro ausgegeben, oder? Ja. Und da sind andere, die haben, glaube ich, etwas mehr ausgegeben. Aber dabei bleibt es jetzt auch. Dass wir gerne Euro ausgeben. Stimmt. Nein, ich meine, Sie hatten doch Saisonziele formuliert, internationale Saisonziele, Wettbewerb. Kommen wir nach 34 Spielen, kommen wir zurück drauf. Ich gebe es auf. Peter Wenzel? Gestern ist das ein bisschen untergegangen, Hüb. Was ist denn die Diagnose bei Jeff, nachdem er gestern das Training abgebrochen hatte? Also du sagtest selber in der ersten Reaktion, das sah jetzt nicht gut aus. Was haben die Ärzte bislang festgestellt? Und weil du sagtest, du hättest noch Hoffnung, was das Spiel morgen gegen Augsburg angeht. Ja, ich habe immer Hoffnungen. Ja? Aber was ist es denn? Er hat gestern einen Schlag auf sein Knie bekommen. Und ich weiß nicht, ob er da verdreht wurde ist oder was auch, aber hatte gestern unheimlich viel Schmerzen. Aber das kann auch in einem Tag, anderthalb Tag, kann das auch wieder schnell weg sein. An der anderen Seite, ja, Jeff ist natürlich nicht Jermaine. Ja, maar so ist es doch. Ja, der eine kann gut damit umgehen, der andere hat da vielleicht wat mehr Probleme mit. Dus ich muss abwarten. Na, ich hoffe von nicht. Ich hoffe von nicht. Es war schön, dass der eine das an sein Knie hat, und der andere an seinen Finger. Also wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist sie. Ja, na ja, gut. Nein, aber ich kann da noch nichts über sagen, Peter. Ja, ich hoffe, dass gleich vor dem Training, dass ich etwas weiß, ob der was laufen kann, mittrainieren kann. Ich weiß es nicht. Aber gestern sah es nicht gut aus, muss ich sagen. Gibt es noch weitere Fragen an Ibrahim, unseren Trainer und unseren Manager? Ja, dann dürfen wir mal enthüllen, mit welcher Rückennummer Ibrahim Affelei künftig für uns spielen wird.